Ja, Freunde, bei diesem Video muss ich mich, glaube ich, ein wenig zusammenreißen. Das Wichtigste ist, dass ich hier versuche, sachlich zu bleiben. Auch wenn mich wahrscheinlich die Emotionen irgendwann übermannen werden und ich wahrscheinlich sehr laut werde, weil es mich in den Wahnsinn treibt, wenn ich sowas auf YouTube sehe von einem Mann, wo ich davon ausgehe, dass der auch was in der Birne hat. Da bin ich also stark von überzeugt, aber von Speditionsbetrieb und den allgemeinen Betrieb hat er anscheinend nicht viel Ahnung, woher auch. Aber dann sollte man sich ein klein wenig informieren. Marco ist der Geschäftsführer der Firma Nordwolle. Ihr habt ihn wahrscheinlich als Internet-Meme mal kennengelernt, hier zum Beispiel bei diesem Clip. Ich meine, es ist halt so, wir können nicht, es geht für ein paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden. Okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? Funktioniert anders nicht. Und wir machen halt Realwirtschaft. Das heißt, wir haben mit Produkten, mit Sachen, mit Materie zu tun. Und dafür brauchen wir nur mal Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht? Durchaus sympathisch. Ich habe auch den Kanal abonniert und schaue eigentlich jedes Video, was auf Nordwolle rauskommt. Und daher habe ich auch das letzte oder das vorletzte Video gesehen und war wirklich sauer hier vor meinem Rechner. Ich war wirklich sauer. Ich erkläre euch gleich und ich zeige euch auch gleich, worum es geht. Und ich hoffe, lieber Marco, liebe Firma Nordwolle, ihr strikt mich deswegen nicht. Es ist einfach eine konstruktive Kritik. Ihr habt darum gebeten. Ich als YouTuber spiele jetzt einfach mal Content von euch ein, damit alle das sehen. Und ich möchte dich mal darüber aufklären, lieber Marco, wie das im Speditionsgewerbe so abläuft. Denn du bist der Meinung, es dreht sich irgendwie alles um deine Firma und jede Spedition muss dann so agieren, wie du das möchtest. Und ich möchte dich einfach mal ein bisschen zurechtrücken. Irgendwie läuft das im Moment bei dir irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, aus dem Raster. Du wirkst mittlerweile irgendwie anders. Vielleicht liegt das auch daran, dass du vielleicht zu viel mit Aaron Troschke zu tun hast und der jetzt ja dein Videomaterial schneidet oder der vielleicht aus dem Hintergrund Anweisungen gibt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bist das irgendwie nicht mehr ganz du. Vielleicht ist auch stressbedingt. Ich weiß es nicht. Er hat aber auch, und das muss ich dazu sagen, schon eine Antwort gegeben, also eine Reaction, weil ich war nicht der Einzige, der in meinem Mindset das kritisiert, sondern es gab viele Kommentare unter seinem vorletzten Video, die ihn kritisiert haben, die auch teilweise schlimme Beleidigungen geschrieben haben anscheinend. Das möchte ich natürlich hier nicht machen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, die dieses vorletzte Video wirklich nicht abfeiern und dich davon an der Seite gesehen haben, die man eigentlich von dir nicht kennt, lieber Marco. Das Schlimme ist, dass ich auf dieses Statement-Video auch wieder Kritik üben muss, denn du hast anscheinend das Speditionsgewerbe nicht verstanden. Schauen wir einfach mal, was so los ist und ich breake dann einfach mal rein und kläre euch auf. Also, worum geht es eigentlich in diesem Video, beziehungsweise um das Nordwolle-Video? Warum gibt es da eigentlich so viel Kritik? Genau dieselbe Kacke wie beim letzten Mal. Was soll denn die Scheiße? Hast du einen Hubwagen mit? Nee. Ja, und wie sollen wir denn das abladen? Hier ist Steven. Keine. Es war abgesprochen, sie kommen, dass das hier vorne steht. Dann können wir das abladen. Hol den Hubwagen her. Der reicht nicht. Die kommen nicht hinten hoch genug. Haben wir doch am Montag, am Freitag schon versucht. Deswegen ist der doch mit der Kacke wieder abgehauen. You bring hier. Hier. Erstmal Props gehen raus an das Englisch. You bring here, das ist super. Also ich verstehe schon, dass der Fahrer kein Deutsch spricht und dass du deswegen auf Dinglisch das Ganze versuchst. Aber es handelt sich, lieber Marco, hier um einen Wechselbrückenaufbau. Ja, das, wo du gerade draufstehst, das ist eine Wechselbrücke. Das kann man irgendwo abstellen, dann wird das beladen und dann kann man, also man kann das austauschen, ja? Ich weiß nicht, ob du das weißt, deswegen nur als kleine Information. Der Fahrer hier wird höchstwahrscheinlich das Ganze nicht selber geladen haben. Ist übrigens auch nicht die Aufgabe des Fahrers, sondern des Ladepersonals. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, du fragst, hat er einen Hubwagen mit? Das geht meistens nicht, weil die Dinger sind ausgeladen bis zum letzten Meter. Das heißt, er hatte hier vorher noch ein paar Kunden. Wo soll er da einen Hubwagen hinmachen? Weil der Platz reicht natürlich nicht aus. So. Und was jetzt kommt, ist Gang und Gäbe, lieber Marco, im Speditionsbereich. Weil hier kein Hubwagen mitgenommen werden kann, behilft man sich meistens mit einer Notlösung. Und dazu kommen wir jetzt, denn das hat der Fahrer hier auch vorbereitet. Warte, ich soll das jetzt mit Gurten da hierher ziehen, oder wie? Eine andere Firma. Wie lädt eine andere Firma das ab? So, da kann ich gleich mal reingehen, wie eine andere Firma das ablädt. Lieber Marco, du baust doch sonst auf deinem Gelände wirklich alles. Ihr baut alles, ihr baut euch ohnmächtig. Bob, der Baumeister, ist neidisch. Warum seid ihr nicht in der Lage, mal eine Rampe zu bauen? Wenn du eine Produktionsstätte bist, dann ist doch klar, dass fast jeden Tag ein LKW entweder Rohmaterial anliefert oder fertige Ware abholt. So, und weil ein LKW Rohmaterial anliefert, musst du doch auch irgendwo dafür sorgen, dass das abgeladen werden kann. Die Spedition sorgt doch nur dafür, dass du deine Ladung bekommst.
Jetzt ist es in dem Fall hier eine Wechselbrücke. Hat folgende Bewandtnis, denn auch andere Kunden werden beliefert. Und du bist jetzt nun mal auf dem Transportweg, denn Spediteure müssen effizient arbeiten, kostengünstig arbeiten. Ein Rundlauf, du bist jetzt nun mal dran und deine Ware steht jetzt vorne an der Stirnseite, weil du einer der letzten Kunden wahrscheinlich bist, den der Kollege hier gerade beliefert. Und auf deine Frage zu beantworten, wie laden das andere Spediteure ab, genauso wie der Fahrer das hier macht, wenn keine Rampe vorhanden ist. Entweder die Firma behilft sich damit, dass sie provisorisch so einen langen Metallstab bauen, der oben quasi wie ein L ist, dann kann der Fahrer das in die Mitte der Palette einhaken, auf der anderen Seite ist auch wieder so ein L. Und das packst du dir, wenn du einen Stapler hast, an die Gabel oder an den Gabelbaum und fährst mit dem Stapler zurück und ziehst somit die Palette zum Ende der Wechselbrücke hin, sodass du dann quasi, dann wird die Stange wieder ausgehakt und dann fährst du mit dem Stapler rein und nimmst es weg. Du hast jetzt aber nur einen Radlader. Das heißt, lieber Marco, du hast doch auch nicht das Material da, womit man einen LKW ordnungsgemäß ablädt. Man lädt einen LKW nicht mit einem Radlader ab, sondern man lädt Paletten mit einem Stapler ab, mit einem Gabelstapler. Gabeln. Das heißt, du bist doch auch in der Bringschuld, wenn du dich beliefern lassen möchtest von einer normalen herkömmlichen Spedition, nicht von einem Tieflader wie vorhin, dann musst du doch auch dafür sorgen, dass du es vernünftig abladen kannst. Also mal ein bisschen selbst reflektieren, da ist doch der Fahrer nicht schuld. Und da kommen wir später noch zu, der hatte mich am wenigsten damit zu tun. Kommen wir noch zu. Seht, ich werde schon wieder lauter, ich versuche mich zusammenzureißen. Ich komme von der Seite nicht ran, die Dinger sind sonst wo da hinten und du hast hier keinen Hubwagen drauf. Wieso hast du hier keinen Hubwagen drauf? Ich stelle mich doch nicht auf dein, ich bin nicht versichert. Wenn hier irgendwas kaputt geht, bin ich dran. Ich stelle mich doch jetzt hier nicht her. Das, lieber Marco, ist übrigens die geilste Aussage. Ich verstehe das Grundprinzip, du bist nicht versichert, weil das quasi das Firmeneigentum ist des Transporteurs. Ja, ab da endet der Versicherungsschutz, alles gang gäbe. Im selben Video stehst du aber von dem Tieflader gelieferten, keine Ahnung, von deiner Maschine, stehst du da oben drauf, völlig ungesichert. Wenn das die Berufsgenossenschaft sieht, dann kriegen die auch eine Krise. Das heißt, also du stellst dich freihändig auf so eine Maschine, wo du abrutschen könntest und könntest dort runterfallen, kannst dir viel mehr brechen als auf so einer Wechselbrücke. Wo willst du denn hinfallen, wenn nicht nach hinten runter? Zu allen Seiten, oben, rechts, links sind Wände. Das Einzige, was dir passieren kann, ist, du fällst nach hinten runter. Aber so viel Balance dürftest du doch in deinem Körper haben, dass du da nicht runterfällst. Also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Du machst dir aus einer Mücke einen Elefanten. Das ist meine persönliche Meinung. Und andere Firmen laden das auch so ab. Die ziehen die Palette nach vorne. Wenn du das nicht weißt, wenn du davon keine Ahnung hast, dann geh doch mal in andere Firmen oder frag andere Berufskollegen, wie die sowas abladen, wenn keine Rampe vorhanden ist. Wie gesagt, ich sage mal so, du hast auch eine Teilschuld, weil du nicht dafür sorgst, dass es ordnungsgemäß an eine Rampe abgeladen werden kann. Und wenn keine Rampe vorhanden ist, dann musst du was bauen, damit man die Palette nach vorne ziehen kann. Ganz einfach, das machen andere Firmen auch so. Das ist gang und gäbe im Speditionsgewerbe. Das muss hierhin, muss das, die Palette. Hierher. Das hier ist gut, ne? Zurück und nimm mal Entladung. Okay, dann mach. Okay, Gurte schon ist da. Ich mach da gar nichts dabei. Das ist dein Fahrzeug, dein Gurt, bis jetzt deine Ladung. Da mache ich nichts da dran. Weißt du, ich sag dir mal ganz ehrlich, lieber Marco, mit dieser vorwurfsvollen Haltung, die du dem Fahrer gegenüberbringst, ich sag dir mal ganz ehrlich, das ist so ein bisschen... Ich sag mal, vom Temperament her ist der Fahrer so ein bisschen devoter. Ich kann dir vermitteln, wenn ich da gewesen wäre und du würdest mir so gegenübertreten, weißt du, was ich da machen würde? Ich mache die Scheißladung wieder zu, diese verdammten Türen hinten mache ich wieder zu, dann rufe ich meinen Spediteur an, sage, der schreit mich hier an, der spricht nicht in einem vernünftigen menschlichen Ton mit mir, ist mir egal, wie er seine Ware kriegt, ich fahre hier wieder weg. Auch ein LKW-Fahrer hat das recht vernünftigen Umgangston und dass man mit ihm vernünftig redet. Ich verstehe, dass du gestresst bist, aber du bist doch ein kluges Köpfchen, du weißt doch, er als Fahrer, du sagst es in dem Video selber, kann am wenigsten dafür. Warum sprichst du denn so mit ihm? Was soll das denn? Stell dir mal vor, der würde so zu dir kommen, würdest du sagen, hier, diesen Ton geht gar nicht, verschwinde wieder. Du willst doch Ware haben. Du willst doch, dass die Ware hinkommt. Du sorgst doch nicht dafür, dass es vernünftig abgeladen werden kann. Du, deine Firma, dein Gelände, ihr baut sonst alles, habe ich schon mal gesagt. Dann bau doch irgendein Provisorium, dass ihr eine Rampe habt. Ihr seid doch sonst so kreativ. Seid doch alles hier schon Fachingenieure und Architekten und was weiß ich, was da alles bist. Das ist ganz normal. Was soll der Fahrer machen? Er wird mit dem Aufbau losgeschickt. Und nochmal, diese Wechselbrücke steht meistens an den großen Paketzentrum Zentrallagern. Steht die an der Rampe. Tagsüber wird die beladen. Der Disponent gibt die Route vor. Dementsprechend wird das Ladegut reingefahren. Du bist jetzt auf der Route anscheinend mit der Letzte, der beliefert wird.
und dementsprechend ist deine Ware ganz vorne. In dem Video sagst du, dass sie es nach hinten stellen sollen, aber wir haben auch noch Vorschriften, das nennt sich Ladungssicherung, das heißt formschlüssige Ladung, das heißt, das nach hinten haben wir jetzt. Er kann nicht so fahren, dass vorne gar nichts mehr ist, ja, also es muss halt, die Ladung muss aneinander stehen, damit eine Verrutschung vermieden werden kann. Dementsprechend muss die Ladung so angeordnet sein. Und die Spedition kann doch nicht nur, weil du es bist, jetzt verkehrt rum irgendwo durch Pontius zu Pilatus fahren, du liegst ab vom Schuss, nur mit deiner, damit deine Ware als allererstes ausgeladen werden kann. Ja, sie müssen effektiv fahren, sie müssen Sprit sparen, sie müssen auf der Route wie ein Paketdienstleister auch das alles ordnungsgemäß abfahren, sodass man am effektivsten die Kunden beliefern kann, Marco. Was, denk doch mal nach, was du hier erzählst. Weiter. Wenn ich hier was kaputt mache, bin ich dran. Ich muss noch mal reingrätschen. Was willst du denn kaputt machen, indem du Paletten nach vorne ziehst? Die Palette? Okay, dann im günstigsten Fall rufst du den Spediteur an oder die Firma und sagst, hier, ich brauche das schriftlich. Wenn die Palette jetzt kaputt geht, weil ich die nach vorne ziehen muss, ersetzt ihr mir quasi die Palette. Da fange ich überhaupt nicht an. Okay, neue Termin? Nix neue Termin. Ich brauche das Zeug auf meiner Maschine, jetzt. Okay, bitte referen Sie vor, Mitte und zurück alles, die Palette. Okay. Aber du machst, ich fahre hierher. Okay. Das ist schon der zweite Termin. Ihr habt schon mal versucht, das hier anzuliefern. Genauso. Ich komme nicht von der Seite dran, ich komme nicht von hinten dran und er hat keinen Hubwagen mit. Also wie soll das abgeladen werden? So, Palette kaputt. Wer ist schuld? Wer ist denn jetzt schuld? Also ich kann es hier nicht ganz genau erkennen, ob es sich tatsächlich um eine Europalette handelt. Aber wie gesagt, es knarzt halt mal ein bisschen. Und ihr habt die Palette, ich muss noch einmal ganz kurz gucken, ihr habt die Palette nur in der Mitte festgebunden. Ihr hättet dem Fahrer sagen müssen, oder der Fahrer hätte es eigentlich auch machen müssen, über alle drei Punkte den Spanngurt rum, dann hat man eine Gewichtsverteilung von drei Punkten und nicht nur von einem von der Mitte, wenn es ein schweres Ladegut ist. Das ist auch ein amateurhaftes Verhalten, meiner Meinung nach. Eine dreckige Scheiße hier. Mach das ab von meinem Radlader. Hallo Frau Schulze, Scheel hier, Firma Nordwolle, SOS, wir haben ein Problem. Die Paletten stehen schon wieder ganz, ganz hinten an der hinteren Bordwand. Wie sollen wir die abladen? Ich weiß es nicht. Ihr Fahrer hat keinen Hubwagen dabei? Das finde ich das Beste, ne? Also das ist wirklich so typisch deutsch, so nicht ein bisschen, ein Millimeter aufeinander zugehen. Er telefoniert und sagt, ihr Fahrer hat keinen Hubwagen dabei. Und ein Hubwagen von ihm steht im Bild genau daneben. Natürlich ist das dein Hubwagen und die Spedition soll selber einen Hubwagen mitbringen, aber wenn sie jetzt keine anderen LKWs hat als Gliederzüge mit Wechselbrückenaufbau und jetzt keinen planen Sattelzug, dann musst du dir halt eine andere Firma suchen oder dann wird der Transport halt teurer, weil das ist der effektiv günstigste Transport, vermute ich mal. Wenn ein extra Sattelzug jetzt kommen müsste mit deinen Paletten, das zahlt natürlich, das kostet richtig Geld, das verstehe ich, aber es geht nun mal anders nicht. Und dann musst du auch mal einen Schritt weiter hinzugehen, das ist nur ein Hubwagen, um Gottes Willen, der ist dafür gebaut, um Gewichte zu heben. Warum hebst du dann nicht deinen Hubwagen da drauf? Ach, warte mal ganz kurz, du hast ja nur den Radlader, du hast ja nicht mal einen Gabelstapler. Der kann die überhaupt nicht bewegen, diese Paletten. Und ich kann doch nicht mit meinem Hubwagen nicht auf ihren LKW. Ich mache da irgendwas kaputt, irgendwer verletzt sich. Versicherung, ich gehe über den Jordan hier. Auch das hier ist völliger Schwachsinn. Wenn er jetzt den Hubwagen auf den LKW setzt, das ist zu 99% so, dann wird der Fahrer, der diese Transporte macht, der kennt das, der weiß das. Normalerweise wird der Hubwagen von der Firma in die Wechselbrücke gepackt und der Fahrer fährt mit dem Hubwagen unter die Palette und zieht die nach vorne. Das heißt, wenn dann was kaputt geht, also so eine Wechselbrücke ist sowieso völlig zerkratzt und Beulen und alles drin, weil das weiß man, dass wenn so verschiedene Stückgut verladen wird, dass halt mal hier eine Beule reinkommt und da eine Beule reinkommt, im Innenraum. Das ist vollkommen normal. Das weiß auch der Transporteur, das weiß jeder. Der Fahrer hätte mit dem Hubwagen selbstständig die Palette nach vorne gezogen und du hättest sie abladen können. Wenn dann was kaputt geht, hat das ja der Fahrer im Innenraum gemacht. Der Fahrer, nicht du. Du stellst nur den Hubwagen. Du lieferst doch nur passiv. Aktiv ist doch dann der Fahrer, der dann die Palette nach vorne zieht. Von daher ist es völliger Quatsch, lieber Marco, was du da erzählst. Das hat mich so aufgeregt, als ich das gesehen habe. Da habe ich schon gedacht, gleich springt mein Herz nach vorne durch den Brustkorb raus. Ich wollte in diesen Monitor kriegen, als ich das erste Mal gesehen habe. Wirklich, das macht mich rasend, sowas. Also, du sagst ja immer in deinen Videos, dass Behörden so steif und linear denken und nicht mal ein bisschen um die Ecke und so ein bisschen aufeinander zukommen. Das ist ja selbst dein Credo. Aber hier machst du es doch gerade selber. Du bewegst dich nicht einen Millimeter, um das Problem zu lösen, sondern nimmst das Telefon in die Hand und sagst, ihr Fahrer hat keinen Hubwagen dabei. Das geht übrigens nicht, es sei denn, er hat nur eine Teilladung, dann kann er einen Hubwagen mit draufpacken. Aber du hast einen Hubwagen neben dir stehen, Alter. Wir haben einen Hubwagen, ja. Aber ich kann das nicht machen. Nee, das geht nicht. Ich beschädige ihr Fahrzeug oder irgend sowas. Nein, das mache ich nicht. Das geht nicht.
Du stellst doch nur den Hubwagen auf den Anhänger drauf. Der Rest macht doch der Fahrer, um Gottes Willen. Leute, schreibt es mir in die Kommentare, bitte, wenn ihr genauso verzweifelt seid wie meine Wenigkeit. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Also ich kann diese Aussage nicht verstehen. Das haben wir schon probiert. Ihr Fahrer wollte das unbedingt. Ich habe mich gesträubt. Er wollte es unbedingt. Haben wir eine Palette schon ein bisschen beschädigt. Die wiegen eine Tonne, eine Palette. Da sind dann Tuchballen drauf. Wir brauchen das Zeug vorgestern auf der Maschine. So, und nun stehen wir hier. Und am besten wäre es, sie brächten uns hierher einen Hubwagen. Palette beschädigt. In seinem Statement-Video, wo wir auch noch zukommen, sagt er, dass zum Beispiel Kunden sich halt beschweren, wenn er nicht liefern kann, weil er die Rohware nicht bekommt. So, wenn mir meine Kunden und meine Aufträge halt wirklich sehr wichtig sind, ja, dann scheiße ich auf diese 20€ Palettenpfand. Das kann man im Nachgang noch klären. Aber Hauptsache, ich habe meine Ware. Was ist denn das für ein Denken? Nee, das mache ich nicht. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein, sehe ich nicht ein, können wir nicht. Aber im gleichen Atemzug, ich brauche dringend die Ware. Aber eine Palette könnte kaputt gehen, eine Holzpalette, Leute. Pfand 20€ oder 25€. Da könnte man auch sagen, bei der nächsten Lieferung bringt ihr eine Palette als Tausch wieder mit und ihr nehmt die kaputte. Und ich habe wieder eine Heide, dann habe ich wieder den Pfand. Das kann man alles kommunizieren mit Speditionen. Sie will mal sehen, sie kommt gleich nochmal durch. Natürlich hält das den ganzen Betrieb auf. Habe ich keinen Bock drauf, weil wir stehen jetzt hier, ich bezahle ihn, ja. Ne, mich, dich bezahle ich hier fürs Rumstehen. Und die haben das zum zweiten Mal verbockt. Das können die mir bezahlen hier, die Stunden, die Arbeitsstunden. Nix da. Hau ab, neuer Termin. Du musst die Palette an die Bordwand rankriegen hier. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Umweltbelastung etc. Weil du dich weigerst, deinen Hubwagen da drauf zu stellen, möchtest du, dass ein LKW, der, weiß ich nicht, unbeladen, keine Ahnung, wenig Gewicht hast du nicht gesehen, 20 Liter auf 100 Kilometer Diesel verbraucht. Der soll jetzt extra nochmal zu dir kommen mit einem Hubwagen. Du sagst doch, du machst Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen Nordwolle. Ist das jetzt für dich nachhaltig? Weil du dich weigerst, deinen Hubwagen draufzupacken, soll ein LKW, ein 40-Tonner, nochmal mit einem Hubwagen kommen, damit nicht dein Hubwagen benutzt wird, sondern den von der Spedition. Das ist also für dich auch der Punkt Nachhaltigkeit, ja? Okay, dann habe ich irgendwas falsch verstanden. So, bevor wir zum Teil 2 kommen, also der LKW ist jetzt offenbar mit zum zweiten Mal mit der Ware wieder weggefahren. Thema Nachhaltigkeit, der LKW war jetzt zweimal umsonst da und muss jetzt ein drittes Mal kommen. Okay, also 2 Leerfahrten quasi, zweimal Umweltbelastung, beziehungsweise ein drittes Mal, weil er muss ja nochmal dorthin fahren. Okay, Thema Nachhaltigkeit. So, jetzt kommen wir mal zu seinem Statement-Video, was er dazu der Kritik sagt. Und dann gehe ich da auch nochmal drauf ein. Hallo ihr Lieben. Ihr erwartet wahrscheinlich jetzt heute neuen Content hier aus unserer Wollschmiede, fair enough, aber ich wollte gerne nochmal kurz reagieren auf ein paar Kommentare oder auf ein paar Meinungen zu unserem letzten Video. Und die Kommentare zu diesem Video waren mannigfaltig, von spannend und interessant. Bis zu der Markus war eigentlich nur ein Arschloch. Ja, das geht halt auch nicht. In seinem Statement-Video geht es halt auch darum, dass viele kritisiert haben, dass er seinen Mitarbeiter halt so angeschrien hat. Aber die Argumentation, die er halt aufbringt, ist natürlich richtig. Er sitzt auf einem 40 Jahre alten Bagger, der halt extrem laut ist. Er hat Ohrenschützer drauf. Er hat ein Mikrofon hier oben, was halt die Stimme halt stark verstärkt. Und der Mitarbeiter ist halt sehr weit von ihm entfernt. Natürlich muss er da schreien. Kraft durch Stimme, hat man bei der Bundeswehr damals gesagt. Natürlich muss er dadurch halt viel schreien, damit er den da hinten erreicht. Man hätte als Cutter nur mal einen kleinen Kritikpunkt an das Team. Ich glaube, Aaron Troschke, sein Team, schneidet und filmt seine Videos. Da hätte man einfach mal einen kurzen Text einblenden können, um das Ganze zu erklären, warum er jetzt so laut ist, damit man das nicht falsch versteht. Das hätte man also im Vorhinein schon mal den Wind aus den Segeln nehmen können für Leute, die das nicht ganz verstehen. Für jemanden mit ein bisschen Köpfchen ist doch ganz klar. Also das war für mich jetzt nicht ein Grund, mich darüber aufzuregen. Gut, der Umgangston war stressvoll und so ist das auch manchmal auf dem Bau oder auch im Speditionsgewerbe. Da schreit man sich mal kurz an und dann ist halt alles gesagt. Ne? Jeder schreit den anderen mal ganz kurz an und dann ist die Sache auch durch. Aber in dem Momentum, man hätte es im Vorhinein irgendwie ein bisschen entschärfen können. So, aber er geht dann auch nochmal irgendwann auf die Kritik mit dem LKW-Fahrer drauf ein. Wir haben regelmäßig Probleme mit Speditionen. Die Speditionen, die wir anfragen und mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen ganz genau über unsere bauliche Situation Bescheid. Sie wissen also, dass wir keine Laderampe haben. Und dass wir also
in der chronologischen Reihenfolge im Grunde genommen fast die ersten sein müssen, die beliefert werden, damit die Payload, wie sagt man denn, das Ladegut sozusagen vorne an der Ladekante ist und nicht hinten sozusagen an der Rückwand, okay? Da ist jetzt natürlich auch ein kleines bisschen Teilschuld der Spedition, ja? Wenn sie es nicht anders fahren können, weil seine Firma jetzt am Ende des Transportweges ist, wenn die so einen Rundlauf machen, mehrere Kunden beliefern und er ist jetzt nun mal mit der Letzte auf dieser Wegstrecke, dann muss das mit dem Kunden, in dem Fall mit der Firma Nordwolle, halt kommuniziert werden und sagen, es geht nicht anders, wir können jetzt nach vorne hin keine Ware haben und hinten in der Mitte, wenn wir es nicht goten können, weil wir müssen halt Ware an Ware packen, formschlüssig laden, ja, für den Laien nochmal erklärt, dann muss man das vernünftig kommunizieren. Und wenn die Spedition halt keine anderen LKWs mit anderem Aufbau zur Verfügung haben, in dem Fall wäre natürlich ein Plan-Sattelzug das Beste gewesen, weil man den seitlich abladen kann, dann muss das halt mit Firma Nordwolle natürlich kommuniziert werden. Ist anscheinend nicht der Fall gewesen. Da muss man auch Kritik natürlich dann an der Spedition üben, weil es nützt halt nichts, wenn er beim ersten Mal schon sagt, wir können es so nicht abladen, dann brauche ich das zweite Mal mit demselben Aufbau, mit derselben Herangehensweise nicht wieder dorthin fahren, weil es ändert ja das Problem nicht. Da haben wir wieder das Problem wie beim ersten Mal. Ist ja logisch. Fehler des Disponenten in dem Fall. Hier sehen wir jetzt, da ist der LKW da angekommen. Und derselbe LKW mit demselben Fahrer, mit derselben Ladung, ist ein paar Tage vorher, nicht mit der gleichen, mit derselben Ladung, ist ein paar Tage vorher schon einmal da gewesen. Und da hat sich diese Szene fast genauso abgespielt, mit dem Unterschied, dass wir da ruhig geblieben sind. Jetzt kommt beim zweiten Mal der LKW wieder ganz genauso an und wir wissen schon, dass wir diesen Druck haben, dass wir viele Bettdecken im Rückstand sind und dass ja auch die Maschine steht. Ich habe ja auch Mitarbeiter, die dann nicht ohne Material nichts machen können und so weiter und so fort. Dass der gesamte Produktionsablauf bei uns gestört wird. Und jetzt machen die denselben Fehler noch einmal. Derselbe LKW, selber Fahrer. Und wir haben beim letzten Mal nicht nur dem Fahrer gesagt, bitte mach es, komm noch mal. Sondern wir haben auch dort angerufen in der Zentrale, haben den Sachverhalt geschildert, haben gesagt, bitte nicht noch mal und so weiter und so fort. Bringt uns das wieder, aber an der Ladek und so weiter und so fort. Und jetzt kommt er da wieder an. Wieder genauso. Und jetzt sagt er nicht zu mir, Marco, scheiße, es tut mir leid, abfuck. Ich weiß nicht, ist jetzt nochmal passiert, sorry. Ich weiß nicht, was machen wir jetzt, scheiße. Sondern er sagt, hey, ist doch gar kein Problem, entspannt, ganz ruhig, ganz entspannt. Wir ziehen die einfach vor, ist doch kein Problem, ist doch gar kein Thema. Ja, weil es wirklich, Marco, nochmal wirklich überhaupt kein Thema ist. Im Speditionsgewerbe, wenn keine Rampen vorhanden sind, wenn es nicht anders funktioniert vom Aufbau des LKWs, der dich beliefert, ist das, was der Fahrer hier macht, zu 100% die normale Herangehensweise. Nochmal, es gibt Firmen, wo das auch nicht anders geht, die haben sich so Stangen geschweißt, wie es vorher schon erklärt habe, die gibt man den Fahrer dann hin, dann hakt man das ein, das kannst du auch auf dem Radlader anhaken und dann ziehst du sie quasi so nach vorne. Und wenn es zu schwer ist, an einem Punkt nach vorne zu ziehen, dann nimmt man den Spanngurt und legt den um drei Punkte rum, also diese drei Holzklötze quasi, womit die Palette verbunden ist, über drei Punkte. Da war jetzt nur über den mittleren Punkt, dass das bei einer Tonnenpalette zu Schwierigkeiten kommen kann, ist ganz klar. Das legt man dann über drei und dann hat man die Gewichtsverteilung bzw. die Zugverteilung über drei Punkte gelegt und nicht nur über einen. Und dann funktioniert das in der Regel auch. Und jetzt sagt ihr natürlich, teilweise zu Recht, Marco, warum gehst du denn so von oben herab und so aggressiv mit dem Fahrer um? Und das habe ich auch sozusagen, in der Situation habe ich das irgendwie aus dem Gefühl heraus gemacht. Aber Fakt ist, ich muss diese Situation sowohl dem Fahrer als auch der Spedition so unangenehm und unbequem wie möglich machen. Wenn ich das nicht mache, dann passiert das jedes Mal. So, und da sehe ich halt einen falschen Ansatz. Marco, der Fahrer kommt meistens, steigt in sein LKW. Der Fahrer kommt mit einem leeren LKW, wieder Zug, fährt unter die erste Wechselbrücke laut seinem Plan und fährt dann mit dem Anhänger unter die zweite Wechselbrücke. Das Ding ist dann meist verblombt oder auch nicht verblombt. Es ist ja auch völlig irrelevant, aber der Fahrer guckt da nicht rein, weil das Ladepersonal den LKW geladen hat. Meistens ist es so, wenn der Fahrer dann dort ankommt, macht die Türen auf und sieht dann die Ware auch zum ersten Mal. Er guckt einfach nur nach dem Transportschein, weil die Ladungssicherung und die Verladung ist Aufgabe des Ladepersonals. Wenn du jetzt sagst, warum sprichst du so mit dem Fahrer? Du müsstest dem Fahrer das so unangenehm wie möglich machen. Machst du es den Falschen unangenehm wie möglich? Seine Aufgabe ist, lieber Marco, der Beruf
schimpft sich Berufskraftfahrer. Berufskraftfahrer. Er ist derjenige, der den LKW fährt, von A nach B, bestem Wissen und Gewissen und das Ladegut natürlich heile anzuliefern im Rahmen der Straßenverkehrsordnung und. Der ist nicht dafür zuständig, dass das jetzt ordnungsgemäß so geladen wurde, dass du es abladen kannst. Das ist nicht seine Aufgabe, ne? Sonst würde der Beruf anders heißen. Und deswegen brauchst du auch nicht den LKW-Fahrer, das so unangenehm wie möglich zu machen. Ich kann dir mal sagen, was passieren kann. Meistens sind LKW-Fahrer und LKW-Fahrerinnen wirklich, ich sag mal, gestandene Menschen. Die lassen sich durch den Job, weil der extrem schwer ist und weil man viel mit Gegenwind erfährt, auch nicht immer alles gefallen. Wenn da der Falsche kommt, macht er das Ding wieder zu und fährt weg und du bleibst dann da stehen und hast immer noch keine Ware. Und irgendwann sagen die Fahrer, nee, zu Firma Nordwolle fahren wir nicht mehr, der Chef ist ein Arsch. Da habe ich keinen Bock hin, der macht mich an, fahre ich nicht hin, schick wen anders. Und irgendwann kommt da keiner mehr, weil so viele von uns gibt es ja auch nicht mehr. Irgendwann sagen die dann, nee, die Firma beliefere ich nicht mehr, da schickt wen anders, ist mir egal, wie der seine Ware kriegt. Dann sagen die Fahrer, nee, machen wir nicht. Wenn wir da jemanden haben, der uns hier, keine Ahnung, der sich vor uns benimmt und uns behandelt wie den letzten Arsch, dann kommt dann irgendwann keiner mehr. Und das würde ich mir an deiner Stelle wirklich überlegen. Ich würde mir das wirklich überlegen. Kommt noch was hinzu, weil die Leute geschrieben haben, ja, dann du bist bei den anderen hier, bei den Ämtern, irgendwie regst du dich über Bürokratie auf und jetzt piesepimpelst du da wegen dem Hubwagen darum. Wir haben einen Hubwagen, einen leichten, kleinen, normalen, eine Ameise sagen wir dazu. Ja, eine Ameise ist übrigens ein motorbetriebener Hubwagen. Und ein Hubwagen ist ein Hubwagen und eine Ameise ist eine Ameise. Ja? Der eine ist elektrisch, der andere ist manuell Hubwagen. Das ist nicht das, was verwechseln. Ne? Eine Ameise ist was anderes. Der hebt aber diese Palette nicht. Diese Palette nicht, weil wegen des Gewichtes, das ist kein Problem, sondern diese Tuchballen sind 2,40 Meter lang und so lang ist auch die Palette. Das heißt, es ist keine genormte, keine einfache Euro-Palette. Und das habe ich mir nämlich gedacht. Du machst hier, also das ist von dir falsch. Eine Euro-Palette ist speziell gebaut für Transportgüter. Danach wird die sowieso wieder kaputt gemacht. Es handelt sich hier, selbst gerade gesagt, um keine genormte Europalette, die pfandbehaftet ist. Es ist eine, verdammt nochmal, Einwegpalette, lieber Marco. Du sagst es hier gerade selber. Die ist dafür da, dass sie danach kaputt geht. Weil danach wird die auseinandergebaut und wird irgendwo wiederverwendet für andere Transportgüter auf andere Maße etc. Das heißt, es wäre kackegal, ob die kaputt geht. Da schreit kein Hahn nach. Die ist einfach nur dafür da, damit man die mit dem Hubwagen abladen kann. Dafür ist diese Einwegpalette da. Der Name übrigens, Einweg. Und du machst hier gerade Faxen, weil du sagst, ich mache die Palette kaputt. Hast du dir mal selber zugehört, was du da gerade gesagt hast? Also mehr brauche ich dazu nicht sagen, liebe Leute. Das, was er hier gerade sagt, sorry Marco, ist Schwachsinn. Das ist wirklich geistiger Müll. Wir haben einen Hubwagen, das ist aber ein Hochhubwagen, der hebt das, der wiegt aber schon wieder 350 Kilo, der ist mit Öl, also der ist sozusagen, da ist eine Hydraulik drin und so weiter und so fort. Und ich habe keinen Bock, ihn die da drauf zu heben mit dem Radlader, dann das Ding vorzuziehen, mit dem Radlader wieder abzuladen und so weiter und so fort, weil da kann doch durchaus was passieren. Was soll passieren? Was soll bitte deiner Meinung nach passieren? Du sagst gerade selber, der ist in der Lage, dieses Gewicht zu heben. Hast du gerade selber gesagt. Also er wird nicht explodieren. Da wird auch keine Flammenexplosion stattfinden. Was soll deiner Meinung nach passieren, wenn du jetzt diesen 350 Kilo Hubwagen auf den LKW stellst? Der LKW kann das auch übrigens tragen. Der bricht damit nicht zusammen von dem Gewicht. Sorry. Fährt runter, zieht das Ganze nach vorne und fertig ist. Dann nimmst du den Hubwagen zuerst wieder runter und danach nimmst du dann die Palette runter. Also weißt du, Marco, ich fahre jetzt schon über 21 Jahre LKW. Und ich habe sehr viel Stückgut gefahren. Mit Plane, ich habe auch in meinem ersten Wechselbrücke gefahren, in meinem ersten Jahr, Kühler gefahren, ich habe auf Kühlerwaren gefahren, da musste ich das auch so nach vorne ziehen. Ich bin zu Baustellen gefahren, habe auch so angeliefert, da wurde das auch nach vorne gezogen, auch mal mit einem Radlader, ich glaube, das war in Berlin-Tegel, ich erinnere mich nämlich übrigens noch. Was soll denn passieren? Da passiert gar nichts. Ich würde gerne mal von dir wissen, was soll denn passieren? Ich komme auch gerne vorbei und dann ziehe ich dir das Ding nach vorne, so wie wir das machen. Dann kommt ein Kollege, der liefert das an. Und ich gebe die Anweisung und der zieht die Palette nach vorne. Das ist eine Sache von nicht mal einer Minute. Und gar nichts wird passieren. Es wird nichts explodieren. Es werden keine Menschen geflattert. Es wird keine Kernexplosion auf deinem Gelände stattfinden. Gar nichts. Entschuldigung, das, was du jetzt hier gerade machst, ist, dich zu verteidigen, obwohl du ganz genau weißt, dass es von dir im höchsten Maße übertrieben war.
Und das solltest du wirklich zugeben. Und das ist auch nicht irgendwie rumgepiesepimpelt oder so. Wenn ich das als adäquate Lösung empfunden hätte, hätte ich es auch gemacht. Und ich glaube, ich kann das einschätzen. Abschließend kann ich nur sagen, lieber Marco, dann muss man bei der Spedition anrufen und muss sagen, das ist der Schlüsselsatz, Achtung, es geht nur seitliche Entladung. In dem Moment, wenn du das Schlüsselwort gesagt hast, weiß der Disponent, okay, es muss ein Plan-LKW oder ein Faltwand-LKW, das ist ein Kastenaufbau, ein Festaufbau mit stabilen Seitenwänden, die kann man dann wie so eine Ziehharmonika quasi so aufklappen. Oder halt der Klassiker, der Plan-LKW. Das weiß der Disponent dann. Und wenn die solche Fahrzeugkategorien nicht zur Verfügung haben, dann werden die sagen, leider können wir eine seitliche Entladung nicht gewährleisten. Es geht nur von hinten. Und da muss man gucken. Wenn das nicht geht, dann musst du halt deine Rohware mit einer anderen Spedition, die einen Plansattelzug zur Verfügung haben, ordern. Dann musst du vielleicht eine Einzellieferung irgendwo bezahlen. Das wird natürlich immens teurer. Das da mit der Wechselbrücke ist dafür gedacht, dass viele Kunden auf der Tour beliefert werden, weil es am kostengünstigsten ist und am effektivsten. Wenn du das nicht gewährleisten kannst, mach den MacGyver und bau dir irgendwas. Aber den Fahrer so zu behandeln, ist nicht der richtige Weg. Und sich dann in dem Statement wieder dahinzusetzen und wieder mal nicht zu reflektieren, dass man da irgendwo eine kleine Teilschuld hat oder eine größere Teilschuld, weil man zu unflexibel ist, ist auch nicht der richtige Weg. Liebe Leute, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ich kann nur darauf warten, was in der nächsten, ich schaue mir gespannt die weiteren Videos an und ich hoffe, Firma Nordwolle, ich kriege von euch jetzt keinen Strike, nur weil ich jetzt euer Videomaterial verlinkt habe. Ich verlinke euch auch die beiden Videos unten im Kommentarbereich. Könnt ihr euch das ganze Video, einmal das vorige Video und das Statement-Video komplett auf der Firma Nordwolle, auf den YouTube-Kanal anschauen. Und könnt dann gerne hier euren Kommentar drunter schreiben. Wenn ihr auf den Kanälen von Nordwolle was schreibt, bitte bleibt natürlich sachlich. Keine Beleidigung, das ist auch der falsche Weg. Aber ich konnte nicht mehr an mich halten. Ich musste dazu jetzt was sagen, weil es mich wirklich, 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 lasst es mich in meinen Worten sagen, es hat mich einfach angekotzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da. Kostenloses Abo wäre auch cool. Und bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai, macht's gut und schont euch.